geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute bestellen wir ein Mami Longlegs Happy Meal. Ihr habt richtig gehört, Freunde, es gibt ein neues Gruselwesen, nämlich Mami Longlegs. Oh mein Gott, die hat so richtig lange Beine. Und letzte Woche haben wir schon ihren Film angeschaut. Aber diese Woche machen wir was noch krasseres, weil ihr alle das letzte Video geliked habt. Bestellen wir heute ihr Happy Meal und es soll so gruselig sein. Und das Ganze geht nur um 3 Uhr nachts, also zur Geisterstunde, Freunde. Wir sind heute aber wie immer nicht alleine hier mit dabei, sondern Vogelmann. Hugo, ich bin das Augenmonster, hab alle Angst vor mir. Wow, siehst du gruselig aus, Vogelmann. Aber vertrau mir, es wird noch viel krasser heute. Und du weißt ja, mit wem wir es hier zu tun haben, mit Mami Longlegs. Du warst ja letzte Woche auch beim Film mit dabei. Ja, stimmt, das war krass, aber was ist das für ein mysteriöser roter Karton? Was das für ein Paket ist? Ich weiß es selber nicht, Vogelmann, aber auf jeden Fall können wir es erst bei 10.000 Likes öffnen. Na dann jetzt schnell liken, Freunde. Ja, oh mein Gott, gebt alle mal einen fetten Daumen nach oben. Bei 10.000 Likes schreibe ich Mami Longlegs einen Liebesbrief. Oh, ein Liebesbrief an die? Wirklich, Vogelmann, aber gut, abonniert jetzt auch mal kostenlos diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go! Okay, Freunde, es ist mittlerweile 3:02 Uhr, mitten in der Nacht. Das ist die Uhrzeit, wo wir die Mami Longlegs Happy Meals bestellen können. Und ich bin auch schon so gespannt, was drin ist. Ich meine, wir haben schon so viele Happy Meals bestellt. Und die waren ja immer alle mega eklig. Aber was ist jetzt im Mami Longlegs Happy Meal? Die ist ja, wie gesagt, das krasseste und gruseligste Monster. Die hat sogar Huggy Wuggy entführt. Das haben wir ja in ihrem Kino gesehen, wo auch der BFF-Treff stattfindet. Stimmt, im Kino findet ja auch der BFF-Treff statt. Das ist ein richtig cooles Event, wo ihr mich und Vogelmann mal persönlich treffen könnt. Das wird so unfassbar cool, Freunde. Ja, ich freue mich auch schon mega, euch zu sehen. Und die Tickets gibt's jetzt auf drleit.de, deswegen schaut auf jeden Fall rein und holt sie euch. Aber gut, dann lasst uns jetzt direkt die Happy Meals bestellen. Ich bin schon in der Liefer-App. Und hier müssen wir jetzt direkt mein Happy Meal auswählen. So 1, 2, 3. Wir müssen nämlich 3 bestellen. Obwohl es ja eigentlich komisch ist. Es gibt nur eine Mami Longlegs und nicht 3. Was dann, wo die anderen Happy Meals sind? Ich weiß es nicht, Freunde. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt's jetzt mal in die Kommentare. Die Happy Meals sind jetzt aber im Warenkorb und jetzt müssen wir noch dazu schreiben. Mami Longlegs Happy Meal. So, perfekt. Das speichern wir nur noch und schicken es jetzt ab. So, die Bestellung ist raus. Die Frage ist, wer bringt die uns gleich? Bringt die ein ganz normaler Fahrer oder vielleicht Mami Longlegs mit ihren vielen Händen? Ich bin so gespannt, aber hoffentlich ist auch ein Mami Longlegs Zaubertrank dabei, damit ich mich in sie verwandeln kann. Oh mein Gott, ja, da hast du recht, aber gut. In diesen ganzen Happy Meals ist ja auch eigentlich immer ein Trank dabei. Und vielleicht ist da sogar ein Mami Longlegs Trank drin. Den kannst du dann trinken. Ja, wie krass. Aber warum kommt die Bestellung eigentlich nicht? Wir warten jetzt bestimmt schon seit 5 Minuten. Aber gut, wir haben ja auch kein Sonic Happy Meal, sondern Mami Longlegs Happy Meal bestellt, stimmt. Mami Longlegs ist natürlich nicht so schnell wie Sonic, aber haben wir schon die 10.000 Likes geknackt? Nein, es fehlen leider noch genau 2 Likes, bis wir es öffnen können. Was, nur noch 2? Ihr seid ja viel zu krass. Wir haben schon 9.998 Likes. Das heißt, wir brauchen nur noch 2 und dann können wir dieses mysteriöse Paket hier öffnen. Wenn du also noch keinen Daumen nach oben gegeben hast, dann mach ich es jetzt. Und dann können wir dieses mysteriöse Paket hier öffnen, aber... mal, habt ihr das gehört? Das war doch die Türklingel oder Doktor. Ja, ich hab's auch gehört. Das war doch eine Türklingel. Dann lass uns jetzt direkt mal nachschauen, ob die Happy Meals da sind. Kommt mit! Und hier rüber, Freunde. Und hier draußen müssten sie jetzt gleich stehen. Ich bin so gespannt, ob sie schon da sind. Aber oh mein Gott! Warum steht die Tür denn schon offen, Freunde? Ist ja mega komisch. Und da steht auch irgendwie eine Tüte, oder nicht? Lass uns direkt mal schauen. Kommt, Freunde. Und ja, oh mein Gott, hier steht Happy Meals drauf. Ja, das ist die Tüte. Und die ist auch... Freunde, habt ihr das gerade gehört? Oh mein Gott, das hat sich richtig nach Mami Longlegs angehört. Aber gut, jetzt schnell rein. Und wir sind drinnen angekommen, Freunde. Und hier steht auch schon die Tüte mit den 3 Happy Meals. Und ich bin auch schon gespannt, warum das 3 sind und nicht eigentlich nur 1. Aber gut, jetzt erklärt es sich. Wir haben nicht nur ein Mami Longlegs Happy Meal hier, sondern auch ein Huggy Wuggy Happy Meal und ein Poppy Happy Meal. Wie krass ist das denn? Und oh mein Gott, ich glaube, dieses Huggy Wuggy Happy Meal hatten wir noch nie. Wir haben zwar schon mal eins bestellt, aber das sah nicht so aus. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was da drin ist. Einfach 3 Happy Meals von Poppy Playtime. Wie cool. Und dazu gab es auch noch 2 Getränke. Die stellen wir hier auch noch mal hin. Und sonst ist in dieser Tüte eigentlich nichts mehr, oder? Oh mein Gott, doch. Irgendwie eine Gabel und da ist eine Spinne dran. Freunde, ich habe so eine Angst vor Spinnen. Das gibt's ja nicht, als ob die es gewusst hat, Freunde. Aber gut, mit welchem von den 3 Happy Meals fangen wir jetzt an? Ich würde sagen, ihr könnt es jetzt direkt mal entscheiden. Schreibt entweder Mami Longlegs, Poppy oder Huggy Wuggy in die Kommentare. Und das, was am meisten geschrieben wird, das öffnen wir dann. Aber ihr habt ab jetzt nur 10 Sekunden Zeit. Oh mein Gott, nur 10 Sekunden? Dann müsst ihr jetzt schnell sein, Freunde. Jetzt schnell in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr Abonnent seid, dann zählt euer Kommentar sogar doppelt. Das heißt, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert jetzt.
jetzt noch schnell den Kanal. Aber gut, Vogelmann, was machen wir jetzt noch in den restlichen Sekunden? Na, natürlich die Spinne essen. Oh mein Gott, nein, nicht die Spinne. Ich geh, Vogelmann. Aber warte mal, die ist doch eh nur aus Gummi. Da hat uns Mami Longlegs ja gerade mal richtig geprankt, aber eure Zeit ist abgelaufen. Dann lasst uns jetzt direkt mal schauen, welcher Name am meisten in den Kommentaren ist. Und es ist... Hoffi, oh mein Gott, das mittlere Happy Meal. Wie krass ist das denn? Aber danach müssen wir dann fast dieses Mami Longlegs aufmachen. Nein, schaut mal, da hängen auch irgendwelche Dinger raus. Ihr Kids, sieht es ekelhaft aus. Aber naja, die anderen Happy Meals weg und wir öffnen jetzt direkt dieses Poppy Happy Meal. Und bei dem Happy Meal haben wir auch direkt ein Getränk dabei. Oh mein Gott, das sieht eigentlich voll lecker aus, oder? Dann lasst uns das jetzt direkt mal probieren. Okay, perfekt. Und hier den Strohhalm rein. Aber wartet mal, hört ihr das, Freunde? Ihr Kids, wie sich das anhört? Das ist doch kein normales Getränk oder Strohhalm wieder raus und wir schauen direkt mal rein. Und oh mein Gott, ihr Kids. Schaut mal, Freunde, das ist einfach ein Milchshake mit einem Auge. Das sieht ja so gruselig aus, aber gut, lasst uns das direkt mal probieren, weil wir probieren heute alle. Gut, Strohhalm hier rein. Oh mein Gott, sieht es eklig aus. Und einmal trinken. Und wie schmeckt es? Das war gar nicht lecker, Vogelmann, aber gut. Lass uns jetzt direkt weitermachen mit dem Hauptpart, nämlich dem Happy Meal. Und es macht doch irgendwie Geräusche, oder höre nur ich das? Krass, seit wann machen Burger denn Geräusche? Aber gut, lass es uns direkt mal aufmachen und wow. Als erstes sind hier irgendwie solche Äpfel drin, ja. Was Gesundes zum Anfang ist ja mega gut. Vielleicht besser als der Smoothie, aber... Was ist das denn? Das ist irgendein weißes Zeug bei den Äpfeln mit drin. Das ist doch normalerweise nicht so, oder? Dann lass uns das mal lieber nicht mehr essen, hier zur Seite. Aber da ist ja noch mehr. Drin. Zum Beispiel eine Pommes, aber ich glaube, die willst du auch nicht mehr essen, Vogelmann. Hä, warum denn? Naja, schaust dir selber an, da sind so Fliegen drin. Und irgendwie solche Spinnenweben oder so. Freunde, gebt mal einen Daumen hoch, wenn Doktor eine Fliege essen soll. Hä, nein, auf keinen Fall, Vogelmann. Aber gut, Freunde, wenn ihr das wirklich wollt, dann esse ich jetzt direkt mal eine. So, hier ist eine Fliege. Und die tue ich jetzt in meinen Mund. Jo, Freunde. War das eklig. Ich habe einfach eine Fliege gegessen, Freunde. Aber gut, ihr wolltet es so. Machen wir direkt mal weiter. Hier drin ist nämlich auch noch ein Fruchtkörper. Quatsch. Und danach irgendwie auch noch vieles mehr. Schaut mal hier rein, Freunde. Aber naja, jetzt machen wir erstmal den Fruchtquatsch auf. Und Vogelmann, da ich weiß, dass du Fruchtquatsch liebst, kannst du das jetzt direkt mal machen. Hier. Okay, Doktor, dann lass uns jetzt direkt mal in den Fruchtquatsch reinschauen. Okay, dann let's go. So, er ist offen und jetzt drücken wir ihn mal hier raus. Los geht das Quetschen. Das ist ja irgendwie mit so Glitzer, oder nicht? Und Freunde, Glitzer kann man auf keinen Fall essen. Deswegen essen wir den nicht. Aber naja, machen wir direkt mal weiter mit. Was ist das überhaupt? Heiße Tasche? Und da unten schaut irgendwie ein Insekt raus. Was ist das denn, Freunde? Aber naja, ich glaube, das ist eine Apfeltasche, oder nicht? Ja, genau. Okay, dann lass uns die direkt mal aufmachen, auch wenn die ein bisschen eklig wegen diesem Tier hier aussieht. Aber gut, hier einmal öffnen und jetzt die Apfeltasche rausholen, so. Und wow, da kommt auch irgendwie noch so ein Insekt raus, Freunde. Aber wartet mal, das ist aus Plastik. Das ist gar kein echter Tausendfüßer. Naja, dann können wir die ja eigentlich noch essen, oder? Lass uns die direkt mal aufbrechen und wow, das sieht ja mega lecker aus. Dann probieren wir die jetzt direkt mal. Los. Das ist gar keine Apfeltasche, Freunde. Freunde, das ist einfach eine Kirschtasche. Willst du auch mal probieren, Vogelmann? Na klar. Ja, los hier, das ist mega lecker. Das Ding ist, sonst ist hier eigentlich nichts mehr drin, oder doch? Zwei Sachen noch, ein Burger und irgend so ein Ding. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie ein Eis, dann machen wir das direkt mal auf. Hier oben ist auch eine Schneeflocke drauf. Und versuchen es direkt mal zu essen, aber das ist gar kein Eis mehr, Freunde. Das ist irgendwie alles geschmolzen. Ja, das ist einfach nur noch so ein Sirupgetränk. Stellen wir es direkt mal zur Seite und machen weiter mit dem nächsten Ding im Happy Meal. Und hier drin ist nämlich nur noch der Burger. Danach war's das. Dann holen wir das hier jetzt direkt mal raus. So. Hier aufmachen und eigentlich sieht er ganz normal aus, Freunde, oder? Ist ein ganz normaler Burger. Dann beiß ich da jetzt direkt mal rein. Oh mein Gott, ich hab so Hunger. Let's go. Nein, halt, stopp. Hä, was ist, Vogelmann? Oh nein, Freunde, hier drin ist einfach ein Gehirn. Statt einem leckeren Burger-Patty ist hier einfach ein Gehirn drauf, Freunde. Aber eigentlich riecht es nicht mal so schlecht. Nein. Und ich habe gesagt, wir probieren heute fast alles. Das heißt, wir probieren auch dieses Gehirn hier. Let's go. Ich beiß rein in 3, 2, 1 und... Irgendwie kriege ich es nicht abgebissen, Freunde. Aber schmeckt irgendwie mega süß, ist mega lecker. Also war dieses Poppy Happy Meal eigentlich nicht mal so schlecht. Aber jetzt haben wir noch zwei andere Happy Meals, die wir noch öffnen müssen. Einmal das Huggy Wuggy Happy Meal und einmal das gruseligste Happy Meal von allen, das Mami Longlegs Happy Meal. Das Ding ist, sollen wir jetzt direkt mit dem gruseligsten weitermachen oder nehmen wir erstmal das zweitgruseligste? Was sagst du, Vogelmann? Lass uns lieber erst das zweitgruseligste aufmachen und danach das gruseligste. Ja, stimmt, da hast du schon recht. Aber danach müssen wir
mir dann wirklich das Happy Meal hier aufmachen, weil ich will wirklich wissen, was es für Dinger hier sind. Sind es vielleicht Mami Longlegs lange Arme? Das wäre viel zu krass. Aber gut, jetzt zum Huggy Wuggy Happy Meal. Und wie gesagt, das ist eine Special Edition. Schauen wir direkt mal rein. Hier war kein Getränk dabei. Und wir öffnen es jetzt direkt mal. Und Freunde, hier drin ist eine Pommes mit so Skorpion drin. Wow. Aber das ist auch keine normale Pommes. Da ist irgendwie auch so rote Soße drüber. Ja. Und das sieht irgendwie aus wie so Wüstenpommes, Freunde. Skorpione, irgendwelche rote Soße. Jetzt müssen die nur noch scharf schmecken. Probieren wir die mal. So, let's go. Und oh mein Gott. Das war ja mega scharf. Aber gut, Freunde, wir haben noch mehr hier drin. Und hier ist auch schon das nächste. Das Ding ist, was ist das, Freunde? Das ist irgendwie so ein großes Päckchen, wo so Regenbogenfarben drauf sind. Dann ist es ja vielleicht die Regenbogen-Edition von diesem Huggy Wuggy Happy Meal. Ist ja mega cool. Mal, wir können dieses Päckchen erst öffnen, wenn alle abonniert haben. Da muss ja dann was mega krasses drin sein, Freunde. Also wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt diesen Kanal, das ist komplett kostenlos und du wirst ein Teil der Dr. Light Crew. Und du öffnest damit automatisch dieses Schloss hier und wir können hier reinschauen. Aber währenddessen machen wir jetzt mit dem weiter, was hier drin ist. Und oh mein Gott, das ist ein Salat. Wie komisch, Freunde. Huggy Wuggy ist doch eigentlich kein Salat, sondern nur Augen. Das hat er uns doch mal gesagt. Aber gut, machen wir es direkt mal auf. Vielleicht sind da ja auch Augen drin. In 3, 2, 1 und let's go. Oh mein Gott, da sind ja irgendwelche Spinnen und Käfer drin, Igitt. Und hier steht auch was. Lasse dir deinen Käfersalat schmecken. Auf keinen Fall essen wir den. Oder würdest du solche Käfer und Maden essen, Vogelmann? Nein, auf keinen Fall. Geh weg mit dem Salat, Doktor. Ja, an deiner Stelle würde ich das auch nicht essen. Aber Freunde, ich musste ja gerade schon diese Fliege essen. Das heißt, Vogelmann ist am Ende von diesem Video diesen Salat hier. Aber warte mal, wir haben gerade die Abos geknackt. Ja, mega cool, dass du abonniert hast und jetzt ein Teil der Dr. Light Crew bist. Aber gut, machen wir es direkt mal auf. Ich bin so gespannt, was hier drin ist. So, hier einmal runterfallen lassen und greifen wir mal rein. Und es ist... Wow! Einfach ein Regenbogen-Donut. Ist ja mega krass, Freunde. Dann ist es wirklich die Regenbogen-Edition vom Huggy Wuggy Happy Meal. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Das heißt, wir probieren jetzt direkt mal den Donut, oder? Let's go! Und der schmeckt mega lecker. Wie ein Regenbogen. Bisher waren die Happy Meals ja eigentlich immer mega cool. Aber jetzt kommen wir zum Mami Longlegs Happy Meal. Und da schauen die Beinchen schon raus. Und dabei ist diesmal auch wieder ein Getränk. Lass uns das jetzt mal blind probieren. So, Strohhalm ausgepackt und hier reintun. Und... eigentlich schmeckt es mega gut. Irgendwie nach Fanta. Lass uns direkt mal schauen, was drin ist. Aber oh mein Gott, das ist nicht nur Fanta, das ist einfach eine Riesenspinne. Freunde, schaut mal, was hier drin ist. Warum habe ich das gerade getrunken? Das muss wieder aus meinem Mund raus. Dieses Happy Meal hat es auf jeden Fall in sich. Machen wir es direkt mal auf. Let's go. Und oh, was passiert da? Habt ihr das gerade gesehen? Da kam gerade irgend so ein Staub raus oder so ein Qualm. Oh mein Gott. Machen wir es direkt mal auf. Und so. Wow, was ist denn hier drin? Das hier sollten, glaube ich, die Pommes sein, aber das sind keine Pommes. Das sind einfach so pinke Ärmchen, wie Mami Longlegs halt auch hat. Pinke, mega lange Arme. Und aus denen können wir eigentlich auch eine Perücke machen, oder? Sehe ich gut aus, Freunde? Bin ich jetzt Mami Longlegs? Warte mal, mich ruft jemand an. Und oh mein Gott, das ist Mami Longlegs. Aber sollen wir da wirklich rangehen, Freunde? Naja, uns bleibt eigentlich keine andere Wahl. Let's go. Mami Longlegs, bist du da? Nein, ich mach mich natürlich nicht über dich lustig. Wie das denn? Das stimmt nicht. Ich kann nicht sehen. Oh mein Gott, wie das denn? Freunde, die muss uns hier irgendwie beobachten. Sie sieht, dass ich diese Haare hier aufhabe. Tut mir leid, Mami Longlegs. Tut mir wirklich leid. Ich setz sie direkt ab. Nein! Das hat sie schon letztes Mal gesagt, Freunde. Und sie hat einfach aufgelegt. Schaut mal. Es ist einfach 4:21 Uhr mittlerweile und sie hat aufgelegt. Aber jetzt wissen wir, sie ist hier irgendwo und kann uns irgendwie sehen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt schnell weiter, bevor sie hier irgendwie reinkommt oder so. Okay, hier rauspacken. Das nächste. Und das nächste hier drin ist irgendwie eine Chicken Nuggets Packung. Okay, holen wir die mal raus. Und wow, die sieht eigentlich gar nicht gut aus, Freunde. Schaut mal hier rein. Ist es Popcorn? Naja, schütten wir sie mal aus. Let's go. Und oh mein Gott, ja, stimmt. Es ist Popcorn und irgendein Glibber. Popcorn-Glibber mit Chicken Nuggets. Igitt. Aber gut, schnell weitermachen, bevor Mami Longlegs hier zu uns nach Hause kommt. Die muss hier ja schon irgendwo sein. Wenn ihr sie seht, schreibt es bitte in die Kommentare. Und wir haben ja auch noch das 10.000 Likes-Geschenk hier hinten. Das werden wir jetzt gleich auch noch öffnen. Aber hier ist echt noch eine krasse Sache drin. Die will ich mit euch noch auspacken. Genauer gesagt noch zwei. Aber gut, holen wir direkt mal die eine raus. Das ist irgendwie ein Burger oder so. Und schaut mal, irgendwie hängt aus diesem Burger was raus. Was ist das denn? Irgendwie sowas Graues oder so. Aber gut, packen wir ihn direkt mal auf. Let's go. So, hier aufmachen und... Das sind einfach drei Mäuschen, aber die sind auch aus Plastik. Und Freunde, hier ist noch eine Sache, die ist krasser als alles, was wir bisher gesehen haben. Wenn ihr das gerade sehen könntet, das ist...
Doktor, wir haben 10.000 Likes. Oh mein Gott, nicht dein Ernst! Dann lass uns jetzt direkt mal dieses mysteriöse Paket hier hinter uns öffnen. Let's go! Holen wir das Ganze hier einmal raus, so. Und hier drauf mit dem Paket, das ist wirklich mega schwer. Aber gut, wir heben es hoch in 3, 2, 1 und let's go! Wow! Das ist ja eine mega Beyblade Burst Quad Drive Box, wie cool! Lass uns die direkt mal öffnen und schauen, was drin ist. Okay, so, oh mein Gott. Hier einmal aufmachen und wow! Hier drin ist einfach eine coole Beyblade Gaming Unterlage. Eine Beyblade Mütze, oh mein Gott, wie cool ist die denn? Ein Handtuch von Beyblade, falls es mal wieder kalt wird. Und dazu ist hier noch eine ganze Beyblade Arena drin. Und noch weitere 3 Burst Quad Drive Beyblades von Hasbro. Ich würde sagen, wir packen direkt mal kurz eine Arena aus und spielen miteinander. Und danach gehen wir direkt zum Happy Meal über. Weil das, was hier noch drin ist, ist wirklich viel zu krass. Jetzt wissen wir auch, wo die Geräusche herkommen. Aber probieren wir direkt mal einen aus. So, und let's go. Wow. Das bin ja mega krass. Beyblade, Beyblade, go. Danke auf jeden Fall an Hasbro, dass sie mir diese coole Arena hier zugeschickt haben. Aber lass uns jetzt wieder zum Happy Meal zurückkommen. Hier ist nämlich noch eine Sache drin. Und darauf hast du dich schon die ganze Zeit gefreut, Vogelmann. Darf ich die rausholen? Bitte, bitte, bitte. Ja, dann schau direkt mal hier rein. Los. Und es ist ein... ein Zaubertrank. Oh mein Gott, ein Zaubertrank. Und das ist kein normaler, sondern das ist ein Mami Longlegs plus Huggy Wuggy Zaubertrank. Bist du dann so ein Mischwesen zwischen Mami Longlegs und Huggy Wuggy? Das wäre mega witzig, aber gut, du wolltest schon immer mal einen Trank trinken. Jetzt ist deine Chance dazu. Und ich würde sagen, du trinkst ihn in 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott, und wie schmeckt der? Irgendwie mega süß. Wow, ist ja mega cool. Und Freunde, ich bin echt so gespannt, wie dieses Mischwesen gleich aussieht. Gib meinen fetten Daumen nach oben dafür, dass Vogelmann das jetzt macht. Aber warte mal, ich glaube, Vogelmann verwandelt sich.